Der Oelsnitzer Sänger Markus Hoffmann sang sich vorgestern bei der bundesweiten Talentshow Herzklopfen umsonst in die Herzen der ca. 2000 Zuschauer in Neustadt an der Orla. In der Kategorie Gesang und Instrumentales belegte der 20-Jährige mit seinem Lied Volksmusik ist eine Wundermedizin den 3. Platz und gewann ein Preisgeld in der Höhe von 250 Euro. Herzklopfen kostenlos war von 1959 bis 1974 eine beliebte Unterhaltungssendung im DDR-Fernsehen und gilt heute als älteste Castingshow Deutschlands.